Was, ich soll ihn authentisch cowboyhaft spielen? Auch bei Witcher? Ja. Aber Leute, mit dem. Oh nee, was ist denn hier los? Uch. Ey, es ist wieder unangekündigt. Ich hasse es. Wirklich, langsam geht mir das auf. Also, das geht mir jetzt langsam wirklich. Boah, ey, null Ankündigung, dass hier ein Update da ist. 1,2 GB. Einfach mal so. Zack. Hätte ich das gewusst, hätte ich das mal schnell vorher angestellt, bevor ich den Stream starte. Aber nein, es gab ja auch keinen Post. Mann, oh Mann, oh Mann. Das war mal anders. Liebes Lucky Five Team, das war mal anders. Ihr habt es angekündigt, ihr habt irgendwas Kleines gepostet, wenn ein Update da war. Aber das macht nichts, wir nutzen die Zeit einfach. Wir haben ja schöne, chillige Musik da. Also es könnte ab und zu mal ruckeln, seid nicht böse. So, aber bei dem Zusammenhang, Tommy Lee Tom Tom, Dankeschön nochmal für deine 111 Bits wieder mal. Vielen Dank für den Support. Maria Maria, Dankeschön für den Follow und willkommen in der Community. Howdy, Baby. Und dann Lieschen, Dankeschön vorhin, bei Streamstart war das. Dankeschön für deinen Resub im dritten Monat mittlerweile. Dankeschön, das ist sehr, sehr lieb von dir. Danke für den Support. Und bunte Einhornwolke, Dankeschön für den Giftsub an Foxy. Und weiterhin Blockyline, Dankeschön für deinen Sub. Und vielen, vielen Dank für diesen Support. Howdy, freue ich mich, Dankeschön. So, wir werden später, später werden wir aber nochmal in die Welt des Outriders eintauchen. Ja, also ich werde noch ein bisschen, wir werden auf jeden Fall ein bisschen RP machen. Und später wollte ich nochmal eine Runde Outrider zocken, weil. Ich möchte ja da auch noch ein bisschen die Story weiterkriegen. Und, boah, ich habe da echt cooles Equipment. Und ich habe ein, ohne Witz, eigentlich schade. Ich habe gestern habe ich mal so ein bisschen offline vor mich nochmal hingedaddelt. Ey, und ein riesen Viech, so ein Boss-Viech umgehauen. Das war so cool. Vielleicht kann man das nochmal machen. Ich weiß es nicht. Weil das war, der Kampf hat halt ewig gedauert, aber egal. Aber was für ein, das war cool. Jasmine, Dankeschön für 100 Bits. Ja, genau, Chrysalis. Ja, Chrysalis. Ja, genau. Ja. Also dieses Riesenvieh, wenn man in den Wald kommt. So. Aber ansonsten, liebe Leute, geht's euch gut? Habt ihr soweit eine gute Woche bis jetzt? Ist alles okay? Ja, eine halbe Stunde, muss ich nur den Storypunkt, also kann ich dann, also, aber ich behalte das Equipment oder ist das dann, ist das Equipment auch wieder futsch? Oder geht das an sich? Oder ist es egal? Kann ich mit dem Stand, den ich habe, einfach den Storypunkt laden? Ah, check. Okay. Ja, alles klar. Ja, dann können wir nachher mal gucken. Okay. Bisher eine gute Woche. Der Tantrin hat morgen frei. Cool. Ja, schön. Ja. Oh nein. Achso, was war da oben jetzt vorhin? Was, was? Hahaha. Lilinis, was war das jetzt? Landleben. Ja, aber ich sag mal, gibt's denn, habt ihr denn mittlerweile nicht auch die Möglichkeit, so ein bisschen so eine Hybridverbindung zu nehmen? Also sprich, so ein bisschen DSL und so ein bisschen LTE. Wer habt ihr überhaupt LTE da? Aber ich weiß genau, was du meinst. Also ich habe hier echt, wir haben hier echt Glück gehabt. Schönen 120 Mbit Leitung. Wobei ich hier lasse ich sie momentan. Ich habe da noch ein bisschen was eingeschränkt. Ich habe mir da immer ein bisschen Bandbreite noch zurückgehalten. Aber 120 Mbit habe ich maximal, wenn ich sie ja, durchlassen möchte. Ja, alles okay. Am Montag einen kleinen Schwächeanfall. Was? Lady Elaine? Haben wir wohl nicht. Haben wir zu wenig getrunken? Oder nichts gegessen? Einzelstück. Das ist ein cooles Spiel, wenn man zuschaut. Ist es. Ja, es findest du? Ja? Okay.
Später schreibe ich nochmal. So. Bis jetzt ist die Woche ziemlich entspannt. Endlich mal mehr Zeit, in die Streams reinzuschauen. Jasmine, das ist doch cool. Schön. Ja, ich habe momentan privat, ich habe viel Termine momentan um mich rum. Ich habe da immer so, also wie ihr gesehen habt, ich habe momentan auf YouTube eigentlich nichts mehr hochgeladen. Ich kam momentan nicht dazu. Ich kam auch nicht dazu, Videos zu schneiden. Und ich kam auch momentan, ich habe echt einfach zu viel momentan um die Ohren. Die Kiddies, ne, es ist unter Woche dann hier Sport. Ne, ich habe eine ganz normale Arbeitswoche jetzt. Dann danach die Kiddies zum Sport. Dann ich selber mache ja auch über den Verein, trainiere ich ja auch. Ich mache ja quasi einen Kinderturn für die Kleinen. Und ja, momentan mit diesen ganzen Corona-Auflagen, die wir da haben, beziehungsweise sind die Auflagen weggefallen. Nichtsdestotrotz haben wir aber immer noch, sage ich mal, Hygienevorschriften zu beachten. Ja, dann das Ganze muss dann irgendwie noch laufen mit Anmelden und so weiter. Das ist halt gerade viel Bürokratie und Papierkram. Also das ist so. Und dann immer so, also wirklich, ganz viele verschiedene Baustellen. Also viele Themen, wo ich momentan Papierkram habe. Also, ja. Muss einfach leider ein bisschen Geduld haben. Auch im Discord bin ich momentan nicht ganz so präsent. Außer halt mal, ja, natürlich schreibe ich guten Morgen und ab und zu mal irgendwas. Aber ich bin da nicht so präsent momentan wie sonst. Und auch YouTube. Es wird momentan ein bisschen vernachlässigt von mir. Aber die Streams auf jeden Fall nicht. Da bin ich da. So, fangen wir an, oder? Auf geht's. Aber jetzt machen wir vorher, machen wir Teamspeak auf. Vorher. Also ich habe die Höllenwoche. Fusselflocke 85 spendiert der Arena 10 Euro. Danke für die Unterhaltung. Freue mich auf jeden Stream von dir, kleiner als 3. Ey, kleiner als 3. Dankeschön, Fusselflocke. Dankeschön für 10 Euro. Danke für die Donation. Dankeschön für deinen Support. Mögen die Fussel immer mit dir sein. Dankeschön, Howdy. Vielen lieben Dank. Das ist lieb von dir. Vielen Dank. Das kommt ins Sparschweinchen, ins Equipment-Sparschweinchen. Ja, wundert euch nicht, ich habe gesagt, und das bin ich, also das mache ich auch, keine Sorge, ne, das kommt noch. Ich werde mir ja, das nächste, was ich mir zulegen will, ist ja endlich mal wieder eine neue Grafikkarte. Ja, ich habe ja immer noch die sind immer noch gut, keine Sorge. Die GTX 1080, also hier die 1080, reicht immer noch aus, wunderbar. Aber ich will die 3090. Und soweit ich jetzt mitbekommen habe, weiß ich noch nicht genau. Muss ich mal gucken, kann man angeblich an Händler irgendwie direkt rantreten und eine pro Haushalt für einen normalen Preis noch bekommen. Und eben nicht für die momentan krassen Preise, wie die Grafikkarten unterwegs sind. Keine Ahnung, muss ich mich schlau machen. Ja, die ist noch gut, aber ja. Aber ich merke zum Beispiel bei Outriders, also wenn ich da alles volle Pulle hochdrehe, geht, bei mir ist es flüssig, ist wunderbar. Sobald ich mehrere Nebeleffekte drin habe, keine Ahnung warum, ruckelt der Stream. Den ähnlichen Effekt habe ich schon mal bei Anthem gehabt, da habe ich es aber geregelt bekommen. Und bei Cyberpunk hatte ich das auch ganz extrem. Bei Cyberpunk habe ich es extrem gehabt. Ja. So, ey, Wahnsinn. Und da kloppen sie sich. So muss das sein. In der Arena wird sich gekloppt. Endlich hat mal wieder jemand eine Herausforderung angenommen. Der Staubsel legt sich nieder. Bunte Einhornwolke tritt siegreich hervor. Mit Ausrufezeichen SEST, S-E-S-T, könnt ihr euren Geldbeutel betrachten. Ja, da seht ihr dann eure Sesterzen, die ihr schon gesammelt habt. Und anhand dessen seht ihr dann auch, welchen Rang ihr habt. Und mit einem Ausrufezeichen Next Rank könnt ihr natürlich auch schauen, wie viel ihr braucht für den nächsten Gladiatorenrang hier in der Arena. So. Los geht's.
So, Moment. So, liebe Leute. Dann gucken wir mal aufs Handy. Nachrichten. Aha, lasst euch nicht. Oh, Tschernobyl. Ach so, okay, ja. Das hat man ja letztes Mal schon, okay. Das war Gamble, ja. Okay, Ari. Pass auf die auf. Okay, hat sie nicht geschrieben. Aber ist ja klar. Hat sie ja gesagt, sie meldet sich nicht. Aber ist auch in Ordnung. Aber das musste ich hier in dem Moment. Larry. Holla, warum denn jetzt? Hallo Papa. Howdy, little girl. Ich hab noch was für dich. Bist du oben bei deinem Haus? Ja. Dann würde ich noch kurz vorbeikommen. Soll ich dir noch was mitnehmen zu essen? Ich kann auch bei dir vorbeikommen, zur Abwechslung. Dann musst nee, du nicht gut. zu Fuß ich hier bin, in der Gegend rumfahren, weil du solltest ja nicht Auto fahren ohne Führerschein, oder? Zu Fuß rumfahren? Bitte was? Du solltest ja nicht mit dem Auto fahren. Ja, ich bin aber ja schon zu Fuß beim 24-7 und wäre jetzt einfach nur noch ums Eck zu dir gegangen, also Ach so. Ich fahre ja auch kein Auto. Okay. Na dann. Du musst einfach nur zur Tür raus, eigentlich. Ja, okay, dann warte ich auf dich, ja. Perfekt, dann bis gleich. Ja, ciao. Audi. Du bist zu laut. Audi. Die scheiß Kaufstiefel. Hi. Hey. Little girl. Papa. Also ich hab da was für dich. Also einmal und zweimal. Oh, ist wieder so groß. Wow. Der Rucksack ist von yours truly. Warum das denn? Weil sie sich Sorgen macht, dass du jeden Tag die gleichen Klamotten anhast und nichts Sauberes mehr hast. Und da ist frisch gewaschene Wäsche drin und Essen. Von wem ist das? Ja, von Ariane. Was? Die hat dich ja trotzdem lieb. Ist das so? Mhm. Sonst hätte mir das bestimmt nicht mitgegeben, wenn es ihr egal wäre. Hm. Willst du mit reinkommen? Dann kann ich mich mal umziehen. Versteh das falsch. Also ich gebe dir was. Ich gebe dir was zum Trinken und dann ziehe ich mich kurz um und komme dann wieder raus. Genau das, ja. Ja. Genau das. Ja. Hey, wie. Ach, hey. Die Ari. Ja. Nee. Ich habe heute bei ihr übernachtet, also sie ist nicht alleine, es geht ihr soweit gut. Ja, ich lasse sie ja auch in Ruhe. Es ist ja, ich habe, vorgestern hatte ich ein bisschen, war ein bisschen ein harter Abend und, dann habe ich ihr geschrieben, aber mehr auch nicht. Ja. Ich werde sie auch nicht belästigen. Ich weiß. Ja, das ist schon klar, dass du das machst. Ja, natürlich. Unbekannt. Genau. Tja, dann halt nicht.
Ja. Jedenfalls. Hey. Mhm. Habe ich mich eigentlich schon entschuldigt oder habe ich dir eigentlich erklärt, was meine Ambitionen waren bezüglich Rüdiger? Also ich habe nur mitbekommen, dass du den ins Meer werfen wolltest. Naja. Ich glaube, es hackt. Weil es einfach, okay, Rüdiger. Weißt du, Rüdiger hat für mich ein, du weißt, ich bin eigentlich ein, auch durch, schon durch meine alten Herren und, ja, meine Ma, ich bin auf jeden Fall ja ein familienbewusster Mensch. Eigentlich. Und Familie ist für mich viel wert. Mhm. Und die Familie, die ich hier habe, mit dir, weißt du, Rüdiger war für mich ein Zeichen für Familie. Das habe ich so aufgenommen. So diesen Stellenwert hatte Rüdiger bei mir. Naja. Aber warum willst und, du ihn dann ins Meer hieten? Nein, Moment. Und als ich, ja... Der Hintergrund, warum, als ich Eri das schenkte, haben wir uns ja schon eh ein paar Mal getroffen und da wusste ich, diese Frau will ich haben. Tja, und das war der Grund, warum ich ihr dann den, warum ich ihr Rüdiger gab. Weil es für mich ein, ein Zeichen war, ein Zeichen für Familie war. Das war meine Ambition dahinter. Und, nachdem da etwas ich hab's ja dir so nicht gesagt. Aber nachdem die säuerliche Reaktion kam, klang es erst so, als wäre das so der... als wäre das so das Messer in den Rücken gewesen und sie würde mir den Rücken kehren. Und wenn das so gewesen wäre, dann hätte ich mir den auch nicht mehr, angucken können, ohne daran zu denken. Verstehst du? Ja. Nee, ihr ging es einfach nur darum, dass sie... Ja, ich weiß. Sie ist davon ausgegangen, der kam direkt von dir. Ja, was sie von mir, aber sie hat ja was von mir bekommen, so ist es ja nicht. Ja. Ich verstehe das schon. Es war, aber der Gedanke... Lass uns mal reingehen. Der Gedanke war ein anderer, aber das hatte sie ja so nicht gewusst. Aber hoffentlich hat sie das Kleeblatt noch. Extra habe ich, das habe ich extra von Ellie importieren lassen. Es ist auch. Sieht ein bisschen nach Männer aus. Schön hast du's. Ja? Das ist das erste Mal, dass ich bei dir in der Wohnung bin. Ja, das stimmt. Entschuldige bitte, es ist noch nicht so aufgeräumt hier, aber... Ach, alles gut. Ich habe mir gedacht, nachdem ich ja jetzt nicht mehr so das große Sheriff-Gehalt habe, ja, dann bin ich mit dem Strom ein bisschen sparsamer gewesen und habe mal Kerzen aufgestellt. Ach, romantisch. Ja, für mich persönlich, ja. Oh, ist das lieb. Pizza. Mhm. Die Brownies. Und noch ein altes Brunk. Wow. okay. Glaubst du mir jetzt, dass die dich noch lieb hat? Naja. Ich hatte jetzt eigentlich nichts Negatives, glaube ich. Ja, glaube ich. Ich gehe mich mal umziehen. Fertig, ja. Ja. Ich komme gleich wieder. Dann lasse ich natürlich immer die Tür auf. Ich ziehe mich immer mit offener Tür an, wenn der Besuch da ist. Das mache ich immer so. Oh, ich habe ja voll Platz in meinem Schrank mit Klamotten. So, also hier kommen schon mal die Oberteile hin. Hier kommt Kopfschmuck hin. eigentlich ist ja da oben Hut. Die Hose, so. Ja, Hoshi no Yuko.
Ja. Eine saubere Hose, nicht mehr so abgetragen, ja. Und schwarzes T-Shirt. Ah, ja. Oh, perfekt. Ich guck gleich. Bis dann, Schatz. Dankeschön. Tschüss. Das sieht gut aus. Naja, die Hose, die, jetzt, die knarzt ja noch bei jedem Schritt. Sieht man die Ähnlichkeit bei uns beiden noch viel mehr. Ah. Ist alles okay? Ja. Ja, ja schon. Ja, die Hose knarzt nur bei jedem Schritt. Das ist... Ja. Das ist halt neu. Ach, mach dir nix. Ich quietsch dafür beim Lachen. Ja. Ach, ich muss ein bisschen was einlagern hier. Oh, frag mal mich, ich hab heute die Klamotten aus Max Wohnung geräumt. Wie aus Max Wohnung? Ja, ich habe jetzt bei Max Warren in der Wohnung gewohnt, weil wir eigentlich zusammen waren, aber ich werde das Ganze beenden. Was? Mit wem warst du zusammen? Mit Max. Du meinst Warren? Max, meinst die Freundin von, Harry? Nein, nein, Max Warren. Deinen ehemaligen Kollegen. Ach, Warren. Ach, hier, Esti. Mhm. Ja. Oh, wow. Ja. Okay, ich dachte jetzt Max, die mit den langen Haaren hier. Nee. Ach so, okay. Also nicht, dass ich da was dagegen hätte, aber, Ja, dann krallt sie dir doch. Ach, warte, ich ruf mal an. Wir spielen auf derselben Seite, was Männer angeht. Das ist das Problem. Oh, okay. Ja, sonst hätte ich angerufen. Tja. Nee, ich kläre mir meine Frauen und Männer schon selber. Manchmal tut so ein kleiner Schubs mal ganz gut. Jetzt lass mich erstmal morgen in Ruhe Schluss machen und dann reden wir weiter. Was ist denn los? Was passt denn nicht mit Warren? Ist er nicht in. Ich meine, du hast mal ganz anders von ihm gesprochen. Wie kommt's? Ja, das. Naja. Er war jetzt fast einen Monat nicht da. War so überhaupt nicht, also das hat er mit mir auch überhaupt nicht besprochen. Ich habe einfach nur eines Tages die Nachricht bekommen, dass er jetzt weg ist und, dankeschön. Ja, dass er weg ist und ich bin ehrlich, das hat mich einfach hart getriggert mit dem, was Apache gemacht hat. Also es ist halt jetzt einfach der... Hat das nicht vielleicht einen Grund? Oder ich meine, meinst du, also kommt er denn wieder? Oder ich meine, weißt du, die Sache ist ja wie... Er meinte, er kommt morgen wieder, aber es war halt trotzdem, er war bei der Beerdigung von meinem Bruder nicht da, konnte er nichts dafür, weil sein Flug nicht gegangen ist. Aber auch danach hat er sich keine Zeit mehr für mich genommen und als ich dann oben beim SD gesungen habe, hat er mir nur geschrieben, ja, das hast du toll gemacht, ich muss aber eine Führung machen, wo er sich nicht eine Minute Zeit genommen hat, um kurz Hallo zu sagen, wo wir uns ja seit ein, zwei Wochen nicht mehr gesehen haben und dann kam halt die Nachricht, ja, er fliegt jetzt nach Hause für einen Monat. Hast du vielleicht nicht die Möglichkeit, gib ihm doch mal zumindest die Möglichkeit, dass er sich vielleicht nochmal äußern kann. Also ich möchte mit ihm morgen drüber reden, aber vorher... Bevor du ihn vielleicht noch vor die Tür setzt. Oder ja, ich setze ihn ja nicht vor die Tür. Ich habe ja einfach nur... weißt du, ich glaube, ich bin da einfach auch überstürzt reingegangen in das Ganze. Weil ich gerade auch merke, dass ich emotional noch nicht bereit bin und das ist ihm gegenüber einfach auch nicht fair. Naja, gut, kann ich verstehen, ja. Ja, aber weißt du... Gerade diese Sachen, er muss mal eine Führung machen, er muss dies und jenes und gerade was den Dienst betrifft, kann ich ja selber ein Lied von singen. Ja, und ich, aber weißt du, man kann... Als ich mit Elaine damals noch zusammen war, vor dir, sie war ja Oberärztin im MD. Und ich war, was war ich da, Officer 3 oder Sergeant, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, war ich auch fleißig immer unterwegs und dann, weißt du, wie es dann bei uns zuging? Ich hatte abends, wenn ich gesagt habe, ja, ich, pass auf, es war noch alles ruhig im Dienst, ja?
Dann haben wir gesagt, habe ich gesagt, alles klar, eine Viertelstunde bin ich da. Ich will grad gleich Dienstschluss machen. Ja, so, und dann boom, kommt noch irgendwas boom, rein. Dispatch, ja. Boom, auf einmal ergibt sich aus diesem Dispatch eine riesen Schießerei und weiß der Geier was alles oder irgendwelche Idioten, die unbedingt die Zellen von uns kennenlernen wollen und müssen. Ja, und dann steht man da und dann kommst du da nicht weg. Und andersrum war es aber genauso. Eine Oberärztin, sie war Chirurgin und ja. Dann kamen dann eventuell dann irgendwelche Verletzten rein, musste hier und da was gemacht werden. Ja, klar. Kannst du glauben, wie oft wir uns geplant gesehen haben? Oder wenn wir es geplant haben? Boah. Ich denke mal, in 2 von 10 Fällen hat es geklappt. Und ich denke, das war im Endeffekt auch irgendwo der Auslöser, der es dann auch schwierig Aber macht. Dann weißt du ja auch, wenn nur eine Person nicht kann. Also wenn nur eine Person ständig dann in Anführungszeichen sitzen gelassen wird, was ich ja weiß, was nicht so ist, aber es war einfach jetzt zu viel und wie gesagt, es ist ihm gegenüber einfach nicht fair, weil ich erst, wie gesagt, mit meinen Gefühlen klarkommen muss, bevor ich da irgendwie was Festes anfangen kann. Ich mag ihn sehr gern. Was? Wieso klang das merkwürdig? Daran hat sich nichts geändert. Er ist ein feiner Mensch. Ach so, ja. Aber ich muss erstmal verarbeiten. Ja. Und das ist mir jetzt einfach bewusst geworden in dem Monat, wo er nicht da war. Vor allem, als ich gemerkt habe, vor allem so noch 1-2 Wochen, dass er mir auch irgendwo nicht unbedingt so fehlt. Und das ist einfach ihm gegenüber nicht fair. Das ist zumindest ein Zeichen, ja. Ja. Hey, little girl. Papa? Wie heißt der Neue? Also, wenn ich jetzt irgendwo was mache, dann, alles gut, dann ist alles sehr spontan und sehr und nichts Festes, definitiv nicht. Das war ein Scherz. Papa? Ja? Hast du Tzatziki im Essen, kannst du flirten vergessen? Satz des Pythagoras. Den habe ich schon mal gehört. Ja, ich mag den gern. Er ist gut. Du bist wieder richtig warm. Ach, ne? Du bist wieder richtig warm heute mit dem. Ja. Ach ja. So muss es sein. Ja, doch. Also ich bin auch guter Dinge. Gehe jetzt dann mit den Mädels auch weg noch. Also. Mit den Mädels, ja. Aha. Was waren denn die Mädels? So. Ja, mit deiner besseren Hälfte und mit Max noch. Ah, ja. Ja, ich passe auf sie auf. Hey. Ja. Kommt ein Pferd in die Bar. Fragt der Barkeeper, hey, was machst du so ein langes Gesicht? Oh. Ja. Meine Grabinschrift wird lauten, ich wurde reingelegt. Ja. Was ist bunt und hüpft durch die Küche? Ich weiß es nicht. Ein Fluchtsalat. Hm. In welcher Maßeinheit messen Hunde ihre Temperatur? Im Belgrad. Ich hatte mal eine Band, die Brausetabletten, aber wir haben uns aufgelöst. Oh nein. Oh je. Was ist grün und nuschelt im Gurkensalat? Ach, ich wusste mal. Till Schweiger. Oh Mann, ey. Einen habe ich noch, dann hast du meine Ruhe. Wie nennt man die Tochter eines Winzers? Weinbergschnecke. Ja, ist gut. Hey, was ist grün und fliegt über Polen? Weiß es nicht. Peter Panowski. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ich habe einen Brösel in der Schalmei. Ja. In der was? In der Schalmei. Aha. Oh. Warte mal. Ah, besser.
Oh Gott. Ja. Wie findet man am besten neue Freunde? Weiß es nicht. Mit Kontaktlinsen. Oh. Oh, weißt du, was ihr euch ins OP hängen müsst? Mhm. Oh, heute Stranger. Happy Hour. Einmal frech werden, zwei Ohrfeigen. Ja, die würde ich gern geben. Ach ja. Wie heißt eigentlich Vibrator auf Italienisch? Oh je. Amore mit Motore. ich werde jetzt keine Sprache. Ich habe da auch ein paar auf Lager, aber diese Sprachkunde werde ich jetzt nicht durchgehen. Naja, wisst ihr, was ihr im Klo in OP aufhängen müsst? Jetzt kommt's. Kotzen ist deine Entscheidung aus dem Bauch raus. Ja, das ist richtig. Ach ja. Ja, nee. So, komm dann. Sagt der Schweindall zum Bauern, ich will nach Sao Paulo. Sagt der Bauer, da musst aber Spanferkel. Schön. Ja. So, wollen wir wieder. Soll ich dich irgendwo hinfahren? Nee, ich werde vorhin beim 24-7 dann abgeholt. Wann? Jetzt dann gleich. Na komm, dann fahre ich dich vor. Pamete, ich werde nicht überfallen und so, I guess. Aber. Bist du schon mal mitgefahren mit Sherry? Ja. Aber sie insistieren, dass sie mich fahren, ne? Ja. Ich bin stolz auf Ariane, die hat meine Nachricht sofort kapiert. Ich habe ihr nämlich geschrieben, der Adler ist im Horst und hat sein Gefieder geputzt und gespeist. Und sie wusste sofort, was los ist. Also ja, das hätte ich auch verstanden. Aber ich fand's schön. Papa! Dankeschön. So. Gut, dann pass auf dich auf, hey. Fahr vorsichtig und ja. Sag ja bitte liebe Grüße. Mach ich. Und bitte ein ganz großes Dankeschön. Okay, richte ich hier aus. Ich danke dir. Pass auf dich auf, ja? Ich pass auf sie auf. Okay, alles klar. Gut, dann ciao. Howdy. Was los? Keiner da oder wie? Wenn die nur die 500 Meter zum Bäcker fahren müssen, ja. So Leute, oh, das war doch nett. Das ist doch wirklich richtig lieb von Harry. Der hat sie mir hier Klamotten. Das ist richtig nett. Aber ich glaube, ich gehe jetzt mal shoppen. Ne? Ich kaufe mir jetzt was Schönes. Wir gehen jetzt mal shoppen. Ups.
Was kommt davon, wenn man, was kommt davon, wenn man, immer so ein bisschen noch in den Chat guckt, ey? Dann klappt das mit dem Drift nicht, weil dann drücke ich zu viel. So. Hosen brauche ich nicht. I'm a honky tonk star. Oh yeah. Und in der Unterhemden. Oberteile. So. Tja, gucken wir mal. War's das schon? So, und weißes T-Shirt sieht auch gut aus. Aber das ist das Love-Shirt. Das habe ich ja schon. Das ist cool. Das ist wenigstens mal ein bisschen, das ist ein bisschen patriotisch. Audi. Hier ist das Hemd, ein frisches Hemd, nur ohne Hosenträger. Das habe ich sogar, ein beiges T-Shirt habe ich auch. Das ist sogar so ein bisschen mit Flecken. Oh Gott. Vorhang. Ein Rollkragenpulli hatte ich auch mal. Eigentlich könnte ich mir sowas mal kaufen. Ein Rollkragenpulli, vor allem bei den Temperaturen. Das ist eine coole Jacke auf jeden Fall. Jawohl, das ist doch mein Hemd.
Das sogenannte Männerfledermaushemd. Boah, das sieht mal so fett aus, naja. Oh, das war ein cooles Rot, oder? Ey, das war ein cooles Rot. Dunkelrot. Mit Cherry. Och nee, oder? Mann, ey. Ach hier, fast 3200. Ich sag ja, das Geld vermehrt sich, statt dass es weniger wird. Ja gut, jetzt wird es ein bisschen weniger. Warte, wenn wir auch mal was kaufen, muss ja sein. Ja, was ist das hier? Ja, was sind das für geile Hemden? Hallo? Die sind ja neu. Wie geil! Das ist ja noch geiler. Schaut euch mal diese Hemden an. Die sehen geil aus. Ja, da schau her. Wie geil. Oh, hey. Und also das Rote will ich schon mal haben. Dann will ich haben. Oh, uah. Dann will ich haben. Naja. Das hier. Ey, nicht schlecht. Also das Rote ziehe ich auf jeden Fall mal an. Das ist cool. Das ist cool. Geil! Jawohl. Tanktop. $50. Okay. Hey, ist das schön. The Love, Professor. The Warehouse Arcade. Hey! Geil! Kleiner als 3. Ey, ohne Witz, erstmal die Farbe hier, dann guckst du so und dann machst du die Farbe hier und dann denkst du, ist das jetzt weiß oder ne? Hä? Nee, das ist ja doch rosa irgendwie, oder? Das ist weiß. Ja, das hat nur irgendwie so eine Mischung aus rosa und Aprikot irgendwie, ne? Ja, Rosé. Einzelstück. Auf dich kann man sich verlassen, ne? Das heißt ja auch nur Lasur und nicht Lack. Was ist das hier? Badlands Revenge 2. Geil! Mega Film, Leute. Habt ihr den schon gesehen? Der ist so krass. Der ist der Hammer. Der ist awesome. Insane. Unbelievable. das T-Shirt. Das T-Shirt kaufe ich mir dann mal zu den nächsten Autotreffen oder sowas. Wenn ich dann mit Cherry auch, wenn ich mit Cherry vorfahre. Ey, da haben echt einige neue Klamotten gekriegt. Es ist echt schon eine ganze Weile her, dass ich da durchgeguckt habe. Also,
Also das verstört mich jetzt so ein bisschen. Ja, als Hundebesitzer verstört mich dieses Bild so ein bisschen jetzt. Weil, ja, das ist ein Hund mit Luftballons. Also aus ein Hund, der... ja. Hm. Ja, Larry Skinner läuft mit diesem T-Shirt rum. Oh nee. Ich spreche dieses Wort jetzt hier nicht aus. Nein, ich spreche es nicht aus. Oh mein Gott. Was haben wir denn hier? Defender Faith. Okay. Defender Faith again. Da sind echt wirkliche Schmankerl dabei, ja? Ey, Cookie! Das Hunterin! Das ist ein Meme-T-Shirt! Guck mal! Ein Meme-T-Shirt ist das hier! Das sind Memes! So gut, ey! Was haben wir denn hier? Audi. Was hat der? Nee, ach, das ist der Monkey. Ah ja, genau, Monkey. Das ist ja cool. Die haben ja mittlerweile hier auch. Ja, genau, richtig. Das ziehe ich nicht an. Nein. Was ist das denn? Nein. Das sieht aus wie eine Werbetafel. Was ist los hier? Bit strange. Was ist los? Was hast du denn? Ach so, du verlierst ja. Oh, ach so, kriegst du da einen auf die Mütze hier. Hey, Übung macht den Meister. Vertrau mir, Übung macht den Meister. Da gibt's aber auch schon wieder dieses T-Shirt hier. Wizard's Ruin. Okay. Ja, was gibt's hier für T-Shirts? Wizard's Ruin. Sieht fast aus wie He-Man. Nur halt anders, ne? Oder Conan. Oh Mann, ey. Ist das doof? Aber hey, mit so einem Bilderrahmen, da fallen mir jetzt auch ein paar Dinge ein. Das nehme ich. Sam, I am. Ah nee, oder eher nicht Sam, I am. Das ist eher so Duke Nukem. You wanna dance? Shake it, baby. Duke, I am. The Wizard's Ruin, schon wieder. Space Monkey. Oh, hier. Oh, schau mal. Ist das schön. Ein Cowboy-Stiefel und ein lila Inliner neben einer Kerze. Ist das nicht romantisch? Oh. Es ist so cool, was es da wieder Zeug gibt hier. Oh Gott, ein Vogel. Nein, also den nehmen wir nicht. Oh, jetzt sind wir durch. Okay, aber hier, ne, der Film ist krass. I've got Balls of Steel, ja. Was haben wir denn hier? Haben wir noch mehr? Scheiße. Nein. Nein. Hey, sowas, Jokers und Bikers, das mit dem müsst du dich, bei dem mit dem T-Shirt stellst du dich zu den Rockern. Oi, ja. Oh nee, ja gut, das kennen wir schon, aber nein. das ist dann quasi, ja, das ist ein anderer,
Das ist ein anderer Skinner. Das ist dann der Sinner. Boah, was sind das für Hemden? Ey, mal ohne Witz, so ein Hemd. Das jetzt mal als Beispiel. Wer von euch, bitte, ich meine, ihr könnt ja ehrlich sein, es ist jetzt, finde ich ja nicht schlimm, aber ich meine, Geschmäcker sind verschieden. Aber hat wer von euch so eine Art Hemd oder Bluse und zieht die auch an? Also das finde ich jetzt nicht schlimm, aber es ist halt eine echt krasse, also es ist natürlich Geschmackssache, ja. Aber ich, boah, ich weiß nicht, draußen könnte ich sowas nicht anziehen. Also ja, okay, nachts. Hey, zum Schlafen kann man sowas anziehen, ja. Also, das ist so extrem. Ja, oder Bad Taste Party, genau, ist auch gut. Ich würde es tragen. Okay. Hab nur Mando-Merch. Oh. Ach, Kruftkrümmel, ja. Wenn ich blind wäre. Im Schlafzimmer geht so ein Hemd. Ja, im Schlafzimmer geht das immer. Ja, das stimmt. Scheiße, im Schlafzimmer ist scheißegal, was du anziehst. Also, ja. Jürgen von der Lippe Hemd, ja, das stimmt. Ja, natürlich, das ist ja auch erlaubt, Cookie. Jeder, wie er möchte. Ich sag ja, ich hab nichts dagegen. Geschmäcker sind verschieden, das ist gut so. Und, aber, also das ist so, das ist schon echt krass. Also auch, boah. Wow. Ja, sowas hier. Schön hier, Urlaub. Boah, aber da kriegst du Augenkrebs, oder? Das Ding, das sieht aus wie ein... Oh, nee. Ach nee, komm. Bald mal nicht. Boah, sind da Hemden? Es sind aber echt viele neue Sachen dabei, Leute. Es sind echt viele neue Sachen dabei. So, wisst ihr was? Ich hätte jetzt echt Bock. Ich brauche Oberteile, ich brauche Jacken. Und zwar ist es so eine Weste oder sowas. Dann müssen wir gleich mal gucken. Was ist das denn? Oh. Oh, sehr brav. Mm-mm. Das ziehe ich an und dann laufe ich immer vom Knast rum, vor der JVA. Ja, das ist ja noch ein altes, kennen wir ja schon. T-Shirt weiß. Das ist ein schönes T-Shirt, findet ihr nicht auch? So, passt mal auf, so. Das ist ein T-Shirt? Achso, nee. Was? Wieso habe ich das jetzt zweimal? Ach nee, scheiße. Ah, hier sind die Hemden. Ach Mann. Das sieht doch cool aus.
Jetzt brauche ich endlich mal meine beigen Cowboystiefel wieder. Brauche ich eine andere Hose? Oder? Ich brauche wieder die ausgeblichene Hose. Ach, ist egal. Das ist mal ein bisschen feiner. Das ist okay. Aber... Ja. Mal gucken, was die Hosen so haben. Aber mit Hosen ist so eine Sache mit den Stiefeln. Hey! Wow! Ah, nee, da schauen die Stiefel durch, das ist schlecht. Das wäre doch eine Hose. Wow. Nee, da schauen die Stiefel auch durch. Also, es gibt ganz wenig Hosen, wo du Cowboy-Stiefel wirklich anziehen kannst. Da gucken sie auch durch. Ja, da gucken sie nicht durch rein. Oh Gott. Nee, da guckt er auch durch der Stiefel, das ist blöd. Das geht mal gar nicht. Nee, da brauche ich wieder denselben Schnitt. Ja, genau, da sind die Hosen. Ja. Aus schlicht, abgetragen und schlicht. Ja, die ausgeblichene sieht besser aus als die schwarze dann. Ja, das ist dann da quasi. Dann kaufe ich die nochmal. Hm? Ich kaufe die nochmal, dann kann ich immer ausreden, dass ich eine wasche. Aber es ist dann nicht die Original-Bison-Hose, die ich dann habe. Also ich sage ja wirklich, wenn man das jetzt vergleicht, das ist zu sauber, finde ich. Sieht zu sauber aus. Da sieht die besser aus, finde ich. Das wäre halt eine coole Hose dann. Das wäre halt eine coole Hose für feine Sachen. Kann man aber auch anziehen mit einem Hemd, einem schwarzen Hemd dann. Dann sieht die wieder besser aus, denke ich. Dann kaufen wir jetzt noch das schwarze Hemd. Das weiß ich, sieht auch cool aus, ne? Aber hier, da sieht die Hose dann wieder viel cooler aus, die saubere Hose, ne? Also die neue. Nicht die abgetragene. So, dann haben wir mal ein bisschen eingekauft. Wenn wir gerade dabei sind, kann ich ja bei den Schuhen auch nochmal gucken. Weil da gibt es ja, vielleicht gibt es die mittlerweile auch so. So, Ruhe. Nee, gibt's nicht. Die gibt's in hellbraun, die sind neu. Aber sie in beige noch nicht. Also ich hatte welche in beige. Von Anfang an. Larrys erste Stiefel, also die Starterstiefel waren beige. So, dann kommen wir jetzt mal.
Foxy, danke schön. Ja, stimmt. Ich werde auch gleich was trinken. Trinken ist wichtig. Leute, trinkt alle. Wir machen gleich eine kleine Trinkpause zusammen. So, jetzt kommt ja. Jetzt hier. Auf geht's. Wir machen jetzt eine Trinkpause. Prost zusammen. Möge das Wasser und die Hydration ewig auf und mit euch sein. So, jetzt auf geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Hydrierung. Es ist ja keine Dehydrierung, sondern wir haben ja dann eine Hydrierung. Eine Rehydrierung. Da freuen sich wieder Leute, wenn ich das R rolle, wenn ich dann Rehydrierung sage. Ach, ist das schön mit euch. Es freut mich, dass ihr alle da seid, wirklich. Ich freue mich sehr. Schön, dass ihr alle da seid, liebe Leute. Liebe Lattensound-Community. So. Schade, dass es kein... Das andere, ja. Ja, endlich die Mücke gekillt, die mich seit fast 2 Stunden nervt. Oh, du! Oh, gemein. X-Nathalie! Ich möchte mich in diesem Sinne bedanken. Entschuldige bitte. Also alle, die jetzt nochmal hier zuschalten und dann nochmal ein bisschen gesappt haben und generell mal was da lassen. Ihr wisst ja, wenn ich dann im Roleplay bin, dann dauert es manchmal ein bisschen, bis ich dann reagiere. Das seid mir dann nicht böse darum. X-Nathalie, vielen, vielen lieben Dank für 10, 20, 30, 40 Bits. Dankeschön. Dankeschön für deinen Support. Das ist lieb von dir. Howdy, Lady. Also wirklich, vielen lieben Dank. Kotzkatze, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für dein mittlerweile Prime Resub im 6. Monat. Ein halbes Jahr haben wir jetzt schon. Ein halbes Jahr. Genauso wie Funky 2K10. Dankeschön, ebenfalls Prime Resub auch im 6. Monat. Unfassbar, wirklich. Also das ist, wie die Zeit vergeht und... Ey, vielen, vielen Dank. Howdy, ladies and gentlemen. Dankeschön. Mega, mega. 6 Monate. Kriegen wir die 12 voll? Schaffen wir das? Aber sicher. So. Bisschen umgeräumt worden, da hier. Schöne Körbe mittlerweile, der Grill ist weg, ne? Aha. Howdy, ladies and gentlemen. Guten Abend.
immer. Mensch. Oh, so. Sehr gruselig. Uwe? Ja, Larry? Alles okay? Ja, Herr Skinner, Sie können sich nicht immer so anschleichen. Oh, bitte nicht. Erschreckt mich jedes Mal. Ja, das tut mir sehr leid. Ja. Aber, ja gut, ich vielleicht jetzt ein Glöckchen oder das sowas. Das Problem ist, die neuen Türen, die quietschen halt noch nicht so, ne? Nee, ist das, wir kriegen ein Glöckchen und dann hat sich das Problem erledigt. Ich denke nicht. Arizona, ey. Ja, was denn? Oh. Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Na, schon ein bisschen was getrunken. Ich nicht. Mm-mm. Nein. Na, dann wird's Zeit. Was wollen Sie? War das jetzt eine Einladung? Oder war das, weiß ich nicht. Ah, ich eine Aufforderung. So, wo waren wir denn gerade? Ach, bei Uwes komischen Flirtversuchen. Genau. Das war kein Flirtversuch. Ja, doch. Also das oh, David, das macht mich jetzt aber, das macht mich jetzt aber neugierig. Da musst du echt ein bisschen... Vielleicht lässt du Marie das besser machen. Ja, aber das macht mich jetzt wirklich neugierig. Erzähl doch mal. Was denn? Was für ein Flirt? Das war kein Flirtversuch. Naja, also wenn du einer Frau sagst, also kann ich den Termin nochmal umlegen? Schade, dass du nicht da bist. Hm. Ja, ich nicht, ich ja nur das Problem ist, bei mir stößt er da auf taube Ohren. Ja, das ist... Ich brauche nur irgendjemanden, den ich mal ärgern kann, weißt du? Und da kann ich bei Jack ganz gut. Ja, klar. Ja, okay. Du solltest eine Frau niemals reizen bis zum Äußersten. Ich sag's dir nur, es könnte, oh, ja. Könnte gefährlich werden. Es könnte richtig gefährlich werden. Ich weiß gar nicht, was ich meine. Frauen, die sauer werden, die können durchaus sehr, sehr böse werden. Denke ich nicht sauer. Tja, passiert manchmal richtig. Ja. Gehört zum Leben dazu. Aber ihr Männer, ihr haut euch mal kurz aufs Maul und dann ist es gut. Dann trinkt man Bier, ja. Ja, genau. Und dann wird ein Bier getrunken und alles ist aus der Welt. Also ich glaube, wenn eine Frau so richtig sauer wird, dann... Oh, ich glaube, da kriegst du das erst gar nicht mit. Ja, da werden ja immer dann erstmal Haare gezogen und Augen ausgekratzt. Mhm. Mhm. Das sag ich immer. Gib mir zwei Zahnstocher. Und Fingernägel rausgezogen. Oh, nee. So gewalttätig. Nee, also, was? Wenn dann schon direkt auch wieder mit der Faust. Also, kratzen und beißen ist ja langweilig. Ich blende halt einfach direkt, direkt aus. Mit der Faust. Ja, sicher. Ach, ist ja gewalttätig. Nein, das müssen ganz, ganz kleine Stiche, aber davon ganz, ganz viele. Das ist viel, viel schlimmer. Stiche in die Seele. Hm. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also so langsam hast du mehr Angst, Arizona. Kam dieser Voodoo-Tanz letztens auf und vielleicht doch nicht von irgendwo her? Ah, meinst so du, eine ich hoffe, dieser Voodoo-Tanz fand dir? Nicht an der Stange da oben statt. Nein, um Gottes Willen. Also da würde ich mich im Leben nicht... Mary, die gehört ganz nein, dir. Nein, nein, nein. Das, ey, ich bin immer noch sehr, sehr verstört über diese Stange da oben. Ja, danke, ich auch. Ja, die gehört super. Hier nicht rein. Nein, doch. Nein. Die ist nicht super. Nein. Doch, die ist sie passt nicht hier rein. So eine Stange, sorry, ist billig. Ja, und billig ist dieser Laden nicht. Und ganz ehrlich, nur wenn man jetzt ein Credo hat, man möchte ein Laden für jedermann sein, heißt das nicht, dass man hier auch noch eine Stange rein platzieren muss. Wahrscheinlich haben sie die nur vergessen mitzunehmen. Die brauchen wir ja, damit die Decke nicht so sind. Oh nee. Ja, aber da könnte man ja irgendwas drin machen. Das ist die Stange für Marie zum Anketten. Boah, die arme Marie. Es wird im Keller eingesperrt und jetzt sowas. Oh. Ja, ich weiß auch nicht. Jetzt wird sie noch platt gemacht. Funktioniert jetzt eigentlich der Automat? Ja, natürlich. Ah, dann gucke ich mal runter. Achso, du meinst den Stempeluhr? Ja. Und dann machst du den Kaffeeautomaten. Nee. Die Stempeluhr geht nicht, nee. Okay, aber den Kaffeeautomat, das musst du mir da auch nochmal zeigen. Das ist ja wieder so Technik hier. Ich sehe das Ding, das ist schon wieder so. Ja, das ist mir völlig fremd, sowas. Ah, ich glaube, ja. Da kennt sich Bronco mit der Westen aus. Hat sich da gestern irgendwie einen Kaffee gebrüht.
Ah, ja. Das muss ich mir noch mal erklären. Der hat dann auch entsprechend gewirkt, ja. Uwe, ja. Gibst du mir noch so ein Mädchenbier? Ja. Oh, ich nehme auch noch eins, bitte. Ach, so ein Arizona-Spezial würde ich auch noch nehmen. Übrigens, draußen sieht es mittlerweile auch schön aus, ja. Ja, ich nenne das immer Arizona MB. Er hatte schon kapiert, was ich meine. Ja, perfekt. Guck mal, da redet man von MB, da kommt der JB. Hallo. Übrigens, JB, wusstest du, dass Ginny und ich zusammen ACDC sind? ACDC. Ich habe noch nicht geguckt, wer so angerufen hat heute. GC oder AC alleine klingt blöd. Also genau. Jen! Lange nicht gesehen! Ja, was, Jen, herzlichen Glückwunsch! Jetzt habe ich zwei! Glückwunsch zum Ende der Probezeit! Von dir? Yay! Wer von euch beiden hat keins gekriegt? Merci, merci! Also nichts Neues, okay. Okay, doch, ich gebe ich zweite. Mir ist aus der Hand gerutscht. Du hast zum Glück aufgefangen. Bitteschön! Dankeschön! Liebliches Minzaroma, dankeschön für 5 Gift-Subs an die Community. Moment. Dankeschön, kleiner als 3. Ohne mich bestellt. Audi, dankeschön. Uwe, gibt es heute noch ein Mädchenbier für Jen? Ja, natürlich. Wow, bist du mich außen vor? Und ein Mädchenbier für John. Nein, trinken gerade Mädchenbier. Nee. Dann musst Uwe, du auch. Gib mir einen Whisky, bitte. Dann, den brauche ich weg heute. Hier. Geh weg, Osten. Nix, geh weg. Kein John-Wasser. Nee, ich brauche sowas von einem Whisky. Geh weg. Warum? Ich bin völlig fertig. Wie waren denn deine Bewerbungsgespräche? Erzähl mal. Ich war 13 Stunden auf der Farm. Noch Fragen? Oh, wow. Hast du mal geguckt, was ich heute gemacht habe? Ja. Hast du mal im RDP geguckt, was ich heute als... Gar nicht, das du über. Mann, ich kann doch nichts dafür. Ja, das ist ja auch geil, wenn man im selben Laden arbeitet, ne? Dann heißt das nicht, hey. Hör mal zu, was ich heute so gemacht habe. Nein, schau im RDP, was ich heute so gemacht habe. Ah, ja. Okay. Merci. Uwe, was kriegst du? Ach, ja doch, Uwe, was kriegst du? Ja, Moment, gib mir noch John deins. Bitte schön. Wie viele bezahlt du denn jetzt? Alle. Also, wie soll der schon? Ich spendiere Rosen an. Dann sind das 21 Dollar. Mhm. Dankeschön. Gerne. Ja, super, dann. Das habe ich jetzt davon, dass ich so schnell war mit dem Bezahlen. Selber schuld, Arizona. Ja. Dann, Prost. Leg den Taschenrechner unter der Theke weg. Warum? Du, da musst du auch ins Kopf gehen. Ja, Prost, ne? Ja, cheers. Oh, dann trinkt er auch noch ohne mich. Ja, dann mach doch. Ja, ist ja, jetzt bist du zu langsam. Ja. Du solltest weniger arbeiten. Dann bist du nicht genau, so, ich krieg die Arme nicht mehr hoch. Das war zu viel Zucker heute. Ja, ich brauch mal wieder ein ordentliches Tattoo, glaube ich. Dann du weißt ja, was du bezahlen musst, ne? Muss ich ja nicht sagen. Uwe? Ja. Ich habe mich übrigens letztes Mal geübt hier in Brötchen backen. Und? Ja, wie viele sind verbrannt? Ich glaube, es wird schon einigermaßen. Das wird, danke. Sehr nett. Ist eigentlich nicht so mein Ding, merke ich immer wieder. Fleisch kann ich. Patties kann ich. Fleisch kannst du. Käse drauf kann ich auch. Aber dann so Brötchen und Brot backen, das ist alles so. Ach, so kompliziert. So schwer ist das doch nicht. Ja gut, kannst ja auch fertig Brötchen nehmen. Backst ja einfach ein Dings auf, ne? Im Ofen. Nee. Ich muss einfach nur Leute kennen, die Brötchen backen können. Dann habe ich auch frische Brötchen. Oder ich kaufe mir die frischen Brötchen einfach. Von jemandem, der die backt. Oder das? Ja. Uwe, mach doch mal ein bisschen Arbeit für die Bakery und bestell doch bei denen die Brötchen. Ich überlege gerade, ich darf nur backen und kochen beibringen. Ich glaube, verkaufen darf ich das nicht. Das gibt Ärger. Du hast eine Kochschule und kein Ich habe auch keine Backstop. Schule. Ich bin einfach, Komm doch, du bist... Aber ich habe, was das angeht, muss ich aber ganz klar sagen, Uwe, da habe ich auch, mit Ari habe ich da wirklich eine so zauberhafte Freundin. Die kann auch kochen und backen und die ist unglaublich vielseitig. Ja, sehr gut. Fangen wir mal. Den habe ich tatsächlich immer. Wahrscheinlich hat er deswegen keine Zeit. Wer denn? Die Ari. Ich überlege gerade, ob das ein Kompliment war. Er hat sich noch nicht gemeldet. Was denn? Was brauchen Sie denn von ihr?
Es ging um eine Probefahrt? Ja. Ja, das wird wahrscheinlich mit der Probefahrt jetzt in der nächsten Zeit leider noch nicht klappen. Es auch Probleme mit dem Auto noch gibt. Aber es, soweit ich weiß, gibt es aber noch zwei in der Stadt. Haben Sie mittlerweile mal rausbekommen, wer die denn hat? Nee, Datenschutz. Okay. Nein, ich muss, ja, es hängen so einige, ja, es hängen einige Erinnerungen und Abenteuer mit dem Auto. Ja, eine schöne Vergangenheit mit dem Auto. Ja, sie soll es ja nicht fahren. Ah, dann hat sie also direkt ein Problem, so mentales, dass jemand anders das fährt, oder? Nein, das ist nicht ihre Entscheidung. Es ist ja meins. Und, naja, das meine ich ja. Wenn da so Erinnerungen dran hängen, hat sie ein Problem mit, dass jemand anders das Auto fährt? Nein, ich sagte ja gerade, es ist ja meine Entscheidung dann, im Endeffekt. Ob dann jemand fährt oder nicht damit. Ah, okay. Und, ja. Ich bin mittlerweile daran, ich möchte es dann nochmal sauber restaurieren und möchte es dann eigentlich auch irgendwann mal nochmal schön vorstellen können. Bei einem Auto treffen. Und, ja. Alles gut, aber eine kleine Nachricht wäre nett gewesen. Ja, das ist aber auch, ja, ich bin ja auch erst wieder seit ein paar Tagen hier. Also ich war die letzten Tage gar nicht da. Und sie wusste das nicht. Na gut, dann warte ich nicht mehr. Nein, na, die Frage ist ja, ich weiß zumindest, dass es noch zwei Kalaharis waren, zumindest mal hier am Markt. Kalahari! Schon wieder, ey. Ja, ich weiß, meine steht. Der ist so ein Hetzel, hätte man doch den Kalahari gekauft. Ne? Also ich wollte mir einen ersteigern. Beim PD wurde einer verkauft, ein orangener. Und ich habe gedacht, ja, genau, der passt zu meinen Haaren. Und dann ist der gekauft worden da. Ja, den haben wir. Von Atlantis ist der gekauft worden. Was machst du denn so eine Sache? Ach hier. Wieder. Ach so? Das war nicht Jen, das ist ja dann fast um die Ecke, oder? Naja, aber Jen Chef hat den ersteigert. Und ich muss den auch nochmal Probe fahren, weil Kalahari hätte ich auch gerne, weil den gibt es nicht so oft. Und das ist so ein Spaßmobil. Ja, darum geht's. Ja. Das stimmt, ja. Jetzt fährst du es erstmal Rhapsody. Es ist ja auch wirklich ein schönes Auto. Es macht auch Spaß. Ja. Ja, ich habe mir heute ein Rhapsody gekauft. Wieso? Was? Wir sind da hin, weil sie sich eine Kalahari kaufen will, dann holt sie sich ein Rhapsody. Ja, der stand da und den fand ich süß. Und dann habe ich gedacht, ach, der war günstig. Die Rhapsody, jetzt kommt der kostet ja nichts. Und wir haben, glaube ich, dein altes Auto gesehen schon. Ja, aber das Geld habe ich auch schon fast zusammen. Mein Gott. Du willst auch noch einen Mesa haben? Ja. Du willst gerne einen Surfer haben? Ja, man braucht ein Auto für jeden Tag. Also ja, wenn, genau. Ich habe noch jeden Tag anderen Spaß. Ja, bitte? Mein erstes Auto war auch ein Rhapsody. Schwarz. Ja, mein erstes ist ein Stratum jetzt, aber... Ja. Danach habe ich den Kalahari mal geholt, weil sich die Gelegenheit ergab. Und dann habe ich mir die Ellie gekauft. Okay. Ja, also ich finde ja so Autos, das bin ich. Die müssen nicht teuer sein. Sie sollen halt mich von A nach B bringen. Mhm. Und ich mag eher die Autos, die nicht jeder fährt. So, jetzt wird die Probefahrt mit der anderen geklärt. Wunderbar. So dann ist das Thema durch. Thema Probefahrt ist erledigt. So. Hey, Arizona Lady. Ja? Darf ich mal eine Frage stellen? Ja, natürlich. Ich muss mal kurz auf meinen Notizblock gucken. Was? Nein, ich muss nur drauf gucken. Klinge ich denn irgendwie, wenn ich dann hier, wenn ich so Howdy Lady sage, klingt das irgendwie flirty? Nee, ich finde das eher gruselig. Weil sie mich immer erschrecken, sie kommen immer von hinten. Ja. Na ja, gut, dann schreibe ich mir das auf. Dann schreibe ich sie gruselig. Okay. Findest du das Howdy gruselig? Ja, weil das kommt immer so unerwartet. Letztens bin ich hinten aufs Dixi-Klo und da stand der Skinner einfach im Dunkeln auf dem Parkplatz. Da habe ich mich auch erschrocken. Ja gut, ja, man macht ja normal auch die Tür zu beim Dixi-Klo. Ne? Nein, ja, ja, ne? Ich bin ja hingegangen und dann wollte ich zu Uwe in die Küche und guck durchs Loch. Und da steht wieder der Skinner. Okay, aber gut, ich schreibe mir das auf. Gruselig. Ja. Danke. Nein, sie sind nicht gruselig an sich. Ich hab das schon verstanden. Oder so von hinten halt. So. Ja, von hinten ist immer gruselig, wenn ich damit rechne. Ja, genau. Und dann stehen sie immer irgendwie da, diese Vorlagen immer. Aber da können sie auch nichts für, also. Ja. John, bist du denn schon fertig mit Arbeiten? Soll ich ehrlich sein? Mhm. Ich habe noch ein paar Rechnungen zu schreiben, muss die Mitarbeiterliste anpassen, Arbeitsverträge rausschicken, also nein. Was für ein Laden haben Sie? Unglaublich, ey. Was für ein Laden haben Sie denn?
Ich bin Co-CEO bei Union Grain auf der Farm. Ah, mit Co-CEO mittlerweile. Mhm. Okay. Mhm, genau. Ja. Vom mit kleinen Union Farmer Grain zum Co-CEO. Ja, liebe Klees, kennen Sie den noch? Nee, Herr ja, Klees habe ich nicht miterlebt. Haben Sie nicht miterlebt? Ja, nee. Der oh ist je. Ja im Dezember oder sowas, wie es mir erzählt wurde, abgehauen. Nein, also jetzt meine ich aber, das meine ich positiv. Wir waren ja früher Kollegen, wir waren ja auch immer SPD. Ah, das ist auch ja. Nicht. Ja, da habe ich nur gehört, er hat die Farm leider im Stich gelassen. Da wurden, konnten keine Aufträge angenommen werden, Geld hat auf ja, einmal gefehlt. Keine Ahnung. Und naja, er hat weg. Auf jeden Fall. Also auf dem Etikett. Naja, gut, wie gesagt, grundsätzlich hat er am Anfang, er hat das schon echt großgezogen, das ja. Ding. Und hat da wirklich ja. Einiges an Grundpfeiler und Meilensteine gelegt, aber. Tja. Leider Gottes ging dann auch das öfter mal nein, das ist daneben. Geld. Und ich glaube, bei ihm ist das Leben wurde so ein bisschen durcheinander Plätzen. Gewirbelt. Tja. Jen? Ja. Nee, das ja. Kommt ja schnell vor. Ja. Ach, da profitieren wir vielleicht auch noch von. Gehirn also, der Farm geht zum Glück gut. Die hat sich wieder gerettet, nachdem er weg war. Also, so wie ich das gehört habe, hat sich das alles sehr aufgeschaut. Ja. Mitarbeiter kamen ja gar nicht an Lager ran und ähnliches. Da mittlerweile. Was? Nein, ja, das läuft wieder alles. Drauf. Das MD soll mich mal bloß wieder fit schreiben. Ich habe keine Lust mehr. Das hat zu tun. Das ist so und die Farm lief noch nie so gut, seit ich da bin. Ne? Die läuft Bombe. Was? Sie nein, doch haben daran, wir wie nicht. Viele Leute ich einschränke. Die haben eine, ja, die haben nur ja. Eine Hirnschwelle. Und ich wette mit Ihnen, merken Sie sich jetzt, machen Sie sich jetzt mal einen Ausdruck von dieser Mitarbeiterliste und ich wette mit Ihnen, in einem halben Jahr werden wir uns nochmal unterhalten. Und dann, wenn es gut kommt, stehen vielleicht boah, noch zwei Leute drauf, die jede. Dann immer noch da John. Sind. John? Ja, da gehe ich von aus. Ja, Genie. Komm, Chef, warum? Komm. Ich bin gleich wieder da. Ich habe gefühlt eigentlich, glaube so, ich, schon wichtige, die... wichtige, sehr wichtige warte, Mitarbeiter. Die ganze Belegschaft des MDs überlebt, die ganze Belegschaft des LSPDs überlebt, bis auf meine alten Kollegen, die habe ich ja alle da noch. Ja. Aber, ja. Ja, ich so, unterhalte... schon viel Fluktuationen im Freundeskreis. Ja, das kenne ich auch. Ich bin unmöglich. So, ich bin gleich ja, wieder ich da. Ich habe doch keinen Feierabend. Mann, ey. So, ja. Es hat gar nichts mit der Farm zu tun. Renn nicht weg. So. Also ich finde das Hemd cool, Leute. Das Hemd gefällt mir richtig gut. So. Ja. So viel zur Fluktuation. Also ich meine... Was? Wo nein. Schiebst du mich denn jetzt hin? Es tut mir leid. Sag das doch gleich, wenn auf du in den Pulli gehst. Ja. Hab ich doch. Ich hab nicht gesagt, dass du weggehen musst. Ging's jetzt ja, um die Farbe oder was? Ja, ja. Nein. John hat auch die richtige Farbe gesagt. Athea, schlaf gut, träum mal Schönes, lass dich nicht ärgern. Gute Restwoche noch, genau. Ja? Ist ja auch bald rum. Also wenn jeder Geld schlaf gut. Psst, dann kann so, jetzt hast du schon verraten. Ja, sorry, Mann. Aber da kann zehnmal orange im Etikett stehen. Wenn er gelb ist, ist er gelb. Wer denn? Es steht ja nicht orange drin, es steht hellorange drin. Ja, aber was ist denn hellorange? Das habe ich aber im Leben noch nicht gehört. Hellorange ja. Ist gelb. Genau. Ja, dunkelweiß. Nee. Ne? Dunkelweiß ist grau. Also. John. Ja, kommt auf den Dreckgrad an. Aber okay. Ja, aber muss ich. Auch spät abends? Weiß ich noch nicht, warum. Wollen wir da eine Spritztour machen? Oh, womit? Wissen wir noch nicht. Ich muss mir nur irgendwo eine Taschenlampe geht laden. Eher darum, wohin? Ach so, ja, klar. Also Genie, heute ganz bestimmt nicht. Nein, Freitagabend. Ja, heute nicht. Freitagabend suchen wir Lost Places auf eine der Nachtwanderung machen. Ja, haben wir letzte Woche schon gemacht, das war toll. Oh, ich kann Ihnen mal ein paar Geisterhütten empfehlen. Wo? Die wollen Sie nicht sehen. Doch. Jetzt geht das wieder los. Aber bitte ohne Highway. Arizona hat uns gezwungen, über einen Highway zu rennen. Ja. Oh. Ihr wart aber auch, dann seid ihr dahin und dann dorthin und dann keine eine Ahnung. Eine Unterführung fandest du auch sehr cool und gruselig. Ja, die war richtig Mensch, toll, die Unterführung. Ihr seid voll doof. Und dann trittst du noch irgendwelche Bälle in die Naturschutzgebiete. Na, also, lass du jetzt auf. Ja. Das hat der Mann. Oh, das sieht gerade aus, als hat die so übelst Schminke. Aber das ist, glaube ich, das Licht gerade, was der. Die jetzt gerade reingekommen ist, Leute. Die gerade aufs Handy guckt, die zweite. Die jetzt gerade weggeht, die hat da so von den Augen her. Die hat das Licht, glaube ich, so reingeschienen. Das hat echt dumm ausgesehen gerade. So. Ja, Schützifei, Howdy. Ich mal wieder die Taschenlampe leihen. Das macht er bestimmt. Ja, hat viel reine. Hello, das nee, Geld beiseite sagen sie ja. Und wollt ihr den Freitag los? Ich bin Freitag erst recht spät da. Was heißt denn recht spät? Das ist ja ein sehr dehnbarer Begriff, habe ich gelernt. Ja.
21, 22 ja. Uhr. Was? Das meine ich. Also wenn ich recht spät sage, dann ist das eher so 0 Uhr. Aber, ja, aber gut. Ich denke mal, vor 22 Uhr brauchen wir nicht unbedingt losfahren. Ja, okay. Nee. Gut geht's, dankeschön. Verwehr, dankeschön. Das danke für die Nachfrage. Gut, außer ich kann mich nicht beschweren. Kommt unerwarteterweise meine Tauchausrüstung, dann seht er mich nicht. Dann mache ich eine Wasserratte. Hast du schon den OWD fertig? Kannst du die Tauchausrüstung ja. bis Sonntag zurückhalten? Die kommt eh erst in 5 Wochen, so wie ich Cypress kenne. Ja, dann ist gut. Wahrscheinlich. Also ich habe Montag bestellt, keine Ahnung, wann es kommt. Das ist ganz schön praktisch, jemand an der Quelle. Ja. Aber wir müssen unbedingt mal U-Boot fahren. Nein. Doch. Doch. Nein, das ist gefährlich. Nee, ich habe keinen Bootsführerschein. U-Boot fahren ist gefährlich. Nee, den habe ich aber. Wieso denn? Ich auch. Ja, den muss ich noch machen. Was habt ihr? Okay. Also wir können gerne mal eine Tour machen. Wir müssen nur Bescheid sagen, wann. Jetzt. $8. Ist es nicht schon spät für deine, oder kurz vor spät für deine Verhältnisse? Dankeschön. Für eine U-Boot-Tour oder was? Nee. Danke. So, das sagt er. 12 könnte ja schon, oder 0 Uhr kann ja schon spät sein. Wie war denn da? Ja, 0 Uhr ist spät. Ja. Aber ich fahre auch nicht U-Boot. Gut, hast du jetzt. Okay. Man sieht um die Zeit auch nichts. Crazy Lady, howdy. Dankeschön für deinen Resub im zweiten Monat. Vielen, also vielen lieben Dank. Wir haben Dankeschön. Scheinwerfer, wir haben LED das ist sehr an dem U-Boot. Chatman! Und wenn du ganz tief schön, dass du da bist, siehst du sowieso nichts, weil es da eh dunkel ist, auch wenn es tagsüber ist. Howdy. Ja, ich weiß. Das ist. Jenny, ich habe aufgepasst im Unterricht. Ja, ich wollte schon sagen. Das hast du jetzt erst gelernt, jetzt oder musst was? Du nachsitzen. Nein. Ich wollte sagen, hast du in der Schule nicht aufgepasst, wa? Nein. Im Tauchunterricht habe ich mehr aufgepasst als in der Schule gefühlt. Oh, es ist John? Wir müssen die Arizona zum Schwimmen. Nein. 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 Ich lerne. Nein. Ist da, wer ins Wasser gehört, Fische. Aber nein, nicht der wirklich? Mensch. Nein, so, wir nein, haben nein, noch nein, den Tequila, nein, wir haben immer noch Wodka. Weißt du, wie faszinierend Rum? Die Unterwasserwelt ist? Hat sich nichts geändert, ja, ich das mit. Ist ja schön. Aber wir müssen ja nicht alles erkunden. Es gibt auch Absinth. Dinge, die man vielleicht einfach in Ruhe lassen sollte. Gin. Aber die Cola. Ah, wir machen ja nichts kaputt, wir gehen ja nur gucken. Kaffee, Wasser. Okay, darüber lässt sich streiten. Was ist das denn? Mädchenwasser? Was? Also wenn ich ein Fisch wäre, so, hier dann bin käme ich. Plötzlich so ein Ding, dann würde ich mich erschrecken. Haben sie reingeschrieben, Mädchenwasser. ist alkoholfrei, Mädchenwasser. Der Clownsfisch, ey. Also alkoholfrei. Endlich haben wir das mal. Ananassaft. Ich glaube, ich brenne. Was soll ja, der das Kopf denn? Auch. Ich werde hier gemobbt. Ah ja. Reiner Ananassaft also. Ja, was denn? Uwe. Orangensaft. Die hat doch schon ein halbes Korallen. Ja, was denn? Oh, was für ein Kühlschrank. Boah, Alter Schwede, ist das ja, große Ehre. Hör dich doch mal. Ja. Richtig viel. Uwe, wow. Stell dir mal einen Clownsfisch was vor denn? Mit der eine Metflasche? Von Arizona. Okay. Whiskyflaschen. Was? Ey. Wodkaflasche, so, Rum. Ganz ehrlich. Aber jede Frisur, die hier an der Theke steht, habe ich auf dieser Absinth. Insel bestimmt schon 10 Tequila. Mal gesehen woanders. So, okay. Meine. Noch nicht. Was? Er haut ab. Also meine habe ich vielleicht einmal bis jetzt. Oh, verflucht, ich sollte in die Haie. Macht's gut, viel Spaß weiterhin ja, beim munteren Farbenraten. Deine ja, Räuber, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht, ja. Hab noch einen guten Start morgen in den Tag und einen guten Tag vor allem Dingen. Ja, lass dich nicht ärgern und dann ja, bis zum nächsten Mal. Morgen Abend, wenn du Lust hast. Howdy. Schlaf gut. Hallo. Clownsfisch. Ich muss schon sagen. Komm, sei froh, dass es ein Clownsfisch gibt. Eine große Bar. Viele Kühlschränke. Ich habe schon einmal gesehen. Echt? Nabend. Hallo. Nabend. Howdy, Mister. Hi, ich hätte gern was zu essen und zu trinken. Ja, was darf es denn sein? Zum Trinken. Ein Bierchen zum Trinken und was habt ihr zu essen? Wir haben einen Palito Barbecue Burger, wir haben Pulled Pork und wir haben Spare Ribs. Und da dann eine Portion Pommes, wenn es mal dann nur für den kleinen Hunger ist. Ich glaube, ich nehme dann so hier diese Spare Whips. Okay. Ja, aber und zum Trinken lohnt Bier, sich ja? Nicht. Jawohl. Kaltes Bier ja auch nicht. Ja, sicherlich. Ja, kriegen wir hin, kleinen Moment. Ja, wen wohl? Achso, ja. Trauch mal kurz ab. Ich überlege gerade, was ich für ein Fisch wäre. Ein Clownsfisch. Oder nee, warte mal. Kennst du, hast du Findet Nemo gesehen?
Ich, ja. So. Kennst du Dori noch? Dori nur in Orange. Weißt du, wann Dori in Orange rauskommt? Was? Wenn so ein Doktorfisch was mit einem Clownsfisch hat. Wie kommst du darauf? So, bitteschön, erstmal ein Bier. Und ich hole dann gleich mal die Spare Ribs, ja? Ja, danke. Auf den Grill hauen, kleinen Moment. Oh Mann. Jenny, du gehörst auf jeden Fall wieder ans Arbeiten. Du bist ja unerträglich heute. Ich hoffe, die sind hier drin oder sind hier nur die, sind hier nur die Zutaten? Scheiße! Wie der hieß. Ja, der hatte doch auch eine kaputte Flosse. Auch dich mal. Oder ich wäre eine von den gechillten Schildkröten. Was sind denn die Spare Ribs und die Burger? Erstmal hier im Kühlschrank. Ah, da habe ich nicht richtig geguckt, alles klar. Und relativ weit unten. Ach, danke dir. Okay. Sind schon vormariniert, die brauchst du einfach nur auf dem Grill. Weiß man. Wo ist denn der mittlerweile? Wie bitte? Wo ist denn der Grill mittlerweile? Wo habt ihr den jetzt hingestellt? Du kannst ja hier, hast du ja. Das ist doch kein Grill, Mann. Ja, okay, ja. Doch, das ist die Oberfläche hier. Ja, das stimmt schon, ja. Aber haben wir denn den schönen Grill draußen? Haben wir nicht mehr. War es nicht Rosmarin? Nur den aus Metall, aber da kommt ja auf den nächsten wieder ein anderer. Ah. Hat nochmal geändert. Na, dann hau ich das Zeug da drauf. Danke dir. Okay. War kein Problem. Über dich. Was ist das eigentlich für eine Musik gerade? Die passt ja mal gar nicht hier in die Bar. So. Ah, super, das duftet ja schon. Was bekommst du? Als erstes stelle ich mal den Teller hin. Ja, danke schön. So, bitteschön. Danke, wie viel bekommst du? Das macht dann bitte. $23. Alles klar. Machen wir mal 30 draus. So. Oh, vielen Dank. Jo, gerne. Ich hab nichts angezeigt bekommen. So, Moment, ich wisch mal hier drüber. Jo, danke schön. So. Ja, dann lass es sich mal schmecken, okay? Ja, mach ich. Oh, das riecht gut. Danke, danke. Wenn Sie was brauchen, dann kommen Sie einfach vorbei. Alles klar, mach ich. Skinner ist mein Name. Grüße Sie. Skinner, ich bin Albert. Howdy, Albert. Wir haben uns doch schon mal getroffen, meine ich. Ich glaube nicht. Ich hatte ihren Laden mal öfter auf Venture gesehen, aber ich habe seit heute, beziehungsweise seit 5 Minuten, sagen wir mal, nicht 5 Minuten, aber seit ein paar Stunden habe ich hier mein Moped, eine Wolfsbane. Und da wollte ich einfach mal bei ihnen vorbeischauen, weil ich das immer so ganz nett fand auf Venture, ihre Werbung. Und ja, hier ja wohl noch andere Biker ab und zu mal sind. Ja, das ist richtig. Ist das ihre? Das ist eine Nightblade draußen vor der Tür, oder? Naja, weiß ich nicht. Ah, okay, da steht nämlich ein richtig schickes Ding. Aber ich dachte, es ist vielleicht ihre. Nö, mir gehört die Ellie vor der Tür. Die Ellie, die habe ich gar nicht gesehen. Vielleicht habe ich mich auch verguckt. Ist das diese mit den roten Streifen? Nein. Nee, okay. steht auf der Hausseite hier. Ah, okay, dann habe ich die nicht gesehen. Ja, macht nichts. Kein Problem. Dann lass ich erstmal schmecken, okay? Ja, mach ich. Ja. Dankeschön. Audi.
jetzt die Frage, ob das jetzt ein Bug war. Hat er mir die Kohle jetzt gegeben oder nicht? Dann bist du ihr. Oh Gott. Musst du nicht noch bis zwölf warten wegen... Okay. Ich muss dir, pass mal auf, ich muss dir mal einen 5-Dollar-Schein geben. 5-Dollar-Schein? Das sieht so ein bisschen komisch aus. Muss mal gucken, ob du das erkennst. Warte, ich gebe dir das mal. Mhm. Riech das doch, ob der echt ist. Und? Danke. Ist er echt? Ja. Moment, ich muss mal, gegen das Licht halten. Bisschen schwierig hier drin. Vielleicht solltest du mal die Brille abnehmen. Ich könnte ja gerne mal die Brille aufsetzen, die ist gar nicht dunkel. Es ist so dunkel hier, ne? Ja, ja. Das habe ich auch noch nicht verstanden, warum alle nachts immer mit Sonnenbrillen rumlaufen. Oh, da kannst du. Das verstehe ich auch nicht. Ja. Was kann man mich fragen? Ja, sieht gut aus. Ja, Sonnenbrille wieder, bei Nacht. Ja, warte. Angst. Vor, weiß ich ja, nicht. Ja, warte, Mondbrand? Hab auch eine hier. Mondbrand. Ah, danke. Jen, gib mir mal deine Brille, bitte. Fehlt die Statusmeldung. Jetzt, wieso? Ich möchte ihn mal anprobieren. Ja. Sag mal, John. Harry, hast du auch wir können uns heute gut leiden, ne? Ja, warte, warum? Ja. Du kommst immer klar, näher. Ich eine Sonnenbrille. Nee, du kommst immer näher. Okay. Oh. Komm, wenn nicht alle, die mit Sonnenbrille reinkommen, kriegen... Ja, steht dir. 2 Dollar Rabatt. Ich geh mal im Spiegel gucken. Aber oh, ich will die auch mal aufprobieren, darf ich? Mhm. Na, Löchen. Wunderschön. Der wird aber lange weg. Audi. Ja, ich hab nur Rosmarin erst selber gepflanzt, weißt du? Mhm. Alles klar. Soweit, so gut. Nein. Und selbst? Hat er wieder Bruno komische Sachen gemacht? Deshalb soll ich die wieder abgeben. Bitteschön. Nur ein bisschen klar. Danke. Gerne. Okay. Jenny, brüll nicht so, ich hab gehört. Okay. Hallo, Jen. Alles in Ordnung. Warum läuft sie barfuß? Weil sie Flipflops anhatte, mit denen sie nicht mehr weiterlaufen wollte. Ja. Ja. Ah, ja. Ich muss mal gucken, ob mir die Brille steht. Ja. Sonst alles gut, ja. Ja, wir haben ja seitdem gar nicht mehr gesprochen, glaube ich. Unglaublich. Sieht cool aus. Die Bar. Hm. Schön hier. Und vor allem auch die Bühne. Ginny? Schön geworden. Ja. Mhm. Definitiv. Aber die Stange ist noch da. Die ist gut da. Die tragendes Bauteil. Den Scheiß braucht mir jetzt keiner erzählen, dass das hier eine Stützstange sein soll. Doch, doch, natürlich. Ja, genau. Ja. Ja. Ich kenne. Werde ich mal einen Statiker holen. Das glaube ich immer noch nicht. Gibst du mir bitte. Das doch die Ginny. Wenn die Stange nicht da wäre, würde das ganze Gebäude einstürzen. Ja. Erzähl doch keinen. Was? Ich bin auch gegen die Stange. Ich finde, die passt hier nicht. Ginny? Ach. Ich muss mal kurz auf die Toilette. Dann mach wenigstens ein paar Blumen drumherum oder so. Entzieh dich ruhig der Stangendiskussion. Ja, ja, ich verstehe das schon. Ginny? Nein, das ist doch ja ein anständiger mir bitte mein... Laden. Nee, da hast du recht. Ne? Ginny? Und es gibt ja, einfach Dinge, die funktionieren nicht in anständigen Läden. Ja, ein bisschen Musik, ne? Es ist genauso wie, als wenn Frauen jetzt hier nur im Bikini-Oberteil bedienen würden. Dann würde ich ja auch nicht mehr reingehen. Ginny! Ich laufe doch nicht im Bikini. Gib mir meine Brille wieder. okay, ja, das sieht ja auch tatsächlich, glaube ich, sehr komisch aus. So, ein Mankini. Ja, oh mein Gott. Ein Tank-Kini. Ich stelle mir gerade die Sonnenstreifen vor. Also, ne, diese, ja. Es gibt doch diesen Tank-Kini. Ja, genau. Habe ich mal gelesen. Okay. Wie das denn aussähe? Nee. Hallo, Jen. Oh, gibt bestimmt. wenn wir einen Venture-Post machen würden, wir suchen Männer für die als Bikini-Models, dann denke ich, gegen ein gewisses Entgelt kommen einige. Ja. Wir wissen schon. Aber dann würde ich an dem Tag nicht hier sein. Das, ich mag die Männer doch dann lieber einmal zu PD. Ja. Diebstahl melden. Ich finde das immer schon komisch, wenn Bronco und Malik hier anfangen, sich auszuziehen und komisch zu tanzen.
Denk dran, Otis ist Freitag wieder also, da. Also, ich ne? sag mal, so eine ja, Brille ist nicht ohne, ne? Tigerunterhose. Ach, du grüne Neune. Mhm. Das, solange es nicht ein Leopard ist, geht's ja. Ja, doch. Ja, ich weiß nicht. Ist es ein Leopard? Ja, war ein Leomuster. Es ist auf jeden Fall. Hier gebe ich nochmal was zum Anprobieren. Ja, wie kann man denn sowas tragen? Ja, weiß ich nicht. Oder regelt er sich da oben an der Schulter? Sehr gute Frage. Ach du Scheiße. Und zwirbelt sich da drum rum. Also. Oh, das verstehe ich nicht. Oh je. Ja. Man entstellt ja seinen Körper komplett. Otis. Ja. Ja. Hab ich dich verletzt, Schatz. Hey. Ja. Ah, noch mehr, als ich eh schon verletzt bin. Hallo, die kuscheligen zwei hier. Hm? Ja, immer. Guten Abend. Guten Abend, Lady. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Das ist schön. Soweit. Ich habe Aerie heute getroffen. Mhm. Durch Zufall. Ja. In dem wildesten Krieg, den ich jemals erlebt habe. In dem wildesten was? Es war eine wilde Schlacht. Was für eine Schlacht? Es war lebensgefährlich. Es war im Up-to-Date. In dem neuen Geschäft. Ach, shoppen. Ich schwöre dir, ach, diese das waren Schlacht. Tiere. Ach du Scheiße. Das waren keine Menschen, das waren Tiere. Ach, warst du zufällig im Update? So. Ja, ach je. Da will ich nicht am besten hin. Muss man ja da schon campieren, denke ich, bevor die aufmachen, richtig? Wieder Kopfschmerzen. Ja, wirklich, da gehe ich nie wieder hin. Das ach, deswegen läufst du hier barfuß rum. Nee, jetzt laufe ich barfuß rum, weil ich die ganze die Schuhe Zeit vom Leib gerissen. Nein, ich war in Flipflops unterwegs, um Uwe zu ärgern, aber mit denen konnte ich nicht über die Straße laufen, deswegen hat sie der Wolkenschieber für mich getragen. Okay, dann hat mir also Malik keinen Scheiß erzählt. Warum sollte ich? Du weißt es? Weil ich gefragt habe, warum du barfuß rumrennst, nachdem ihr da so ein, hier angekommen seid. Ja, ich kann nicht so gut über Straßen laufen mit Flipflops, habe ich festgestellt. Hm. Liegt es an den, immensen Unebenheiten auf den Straßen? Das tut so weh, dann dieses Bändchen da vorne, das tut dann weh, wenn man so rennt. Ja, aber bei manchen Tagen, so wie diesen, kann man manchmal froh sein, wenn man dann auch mal Schuhe anhat, wenn man über die Straße geht. Außer man hat natürlich schon 3 cm Hornhaut und es brennt einem dann die Füße nicht weg. Aber es ist spät, die Sonne scheint nicht mehr. Ja, trotzdem gut aufgeheizt hier draußen. Es geht, aber es ist warm, aber nicht mehr heiß. Guck mal auf die Uhr, ist es schon 11. Also noch 1,5 cm Hornhaut. Vielleicht ein halber. Ja, und warum heißt der Dennis? Ich möchte mich eigentlich nicht so gerne über meine Hornhaut unterhalten. Ja, kein Problem. Dafür gibt's ja Raspeln. Ja. Sag mal, Larry, du bist ja der beste Kaffeemacher, den ich kenne. Kann ich einen Kaffee haben? Nein, mit dieser Maschine habe ich noch nie einen Kaffee gemacht. Aber du bist so gut darin. Der letzte Kaffee war lecker. Ja, aber diese Maschine macht mich hier völlig wahnsinnig. Das warum? Ist so, das ist ja. Vielleicht musst du erstmal ihr gut zusprechen auch. Ich weiß es nicht. Ja, mach mal. Hallo, hau die Kaffeemaschine. Das geht aber ein bisschen gefühlvoller auch. Nein. Wie nein? Das ist eine Kaffeemaschine. Richtig. Das ist nicht Airy. Nicht so gefühlvoll, meine Güte. Kaffeemaschine. Ja, das war doch schon besser. Mhm. Er versucht gerade eine Verbindung zur Kaffeemaschine aufzubauen. Ja. Verrate mir bitte. Pass auf, dass die Verbindung nicht zu stark wird. Verrate mir bitte, Kaffeemaschine, wo ist dein Innerstes? Das ist aber schon eine sehr tiefgründige Frage, ne? Dein Pulver des Lebens, wo ist das? Uwe, du musst helfen, Mensch. Ich? Ja, du. Warum ich? Du machst hier immer Kaffee. Ich? Ja. Wo ist denn? Das ist doch hier Wasser. Oh Gott, das ist Kaffee. Pulver gemacht. Ja, wo ist denn das Zeug hier? Ist hier nichts. Ja, also, guck eingeräumt mal. Hier. Doch, schau mal. Also da unten, guck mal, da ist ja das Pulver. Und das musst du da in diesen komischen, das sieht aus wie so ein Sieb, reintun. Kannst du abmachen, da, weißt du? Ja, und? Und dann musst du es wieder reintun. Ja, ich muss ja auch Pulver reinmachen, oder? Ja, richtig. Und das Pulver ist doch da unten. Guck mal, oder nicht? Warte. Ah, ist nicht? Muss man genau gucken. Nein, das ist Eis. Uwe, wo hast du das Pulver hingeräumt? Ich habe das nirgendwo hingeräumt. Wo ist das Kaffeepulver? Ich gucke dann nur draußen. Hier ist es so lustig. Ich liebe es. Ah. Oh, Vorsicht. Oh.
So, hier müsste, glaube ich, was geben. Hier, ja. Wasser. Braucht man das gar nicht mehr? Hat anders gemacht. Boah, die Technik ist irgendwie zu neu für mich. Ja, ich verstehe das. Okay, ein Mädchenbier, ein Bier. Wie ist denn das hier? Arizona. Okay. Bin gleich wieder da. Hey. Ja. Braucht man für diese neuen Maschinen dann nicht mehr? Braucht man Pulver oder Bohnen oder wie ist das? Mit Pulver geht das schon auch. Wo ist denn das? Müsste noch draußen im Kühlschrank sein. Ach. Was machst du da? Komm, ich halte die Tür auf, du. Dankeschön. Das hat keiner gesehen. Weißt du, du bist ja dann auch noch so dann geh, weißt du, wenn du Schnupfen hast, dann hast du bestimmt Männerschnupfen, richtig? Ja. Weil du gehst ja auch so langsam. Du musst allen beweisen, wie schwer und hart. Ja, natürlich. Dieser Rucksack ist. Oh, was? Anders kann man damit doch nicht umgehen. Also, es darf ruhig jeder sehen, was ich hier gerade leiste. Ja, nicht nur das, ja. Nicht nur das darf jeder sehen, habe ich festgestellt. Was? Naja, ich habe gehört, Bronco und du, ne? Sieht euch mal gern aus und so. Was? Ja. Was? Wo hörst du denn sowas? Ja, haben mir so ein paar Barvögelchen gezwitschert. Okay. Ja, ab und zu kommt es schon mal vor. Ja, was tust du denn erst so ab? Ach, komm, bis du mal hier fertig bist und bis ich mal an das Pulver hier rankomme, dann kann ich mich ja mal ein bisschen betätigen. So. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt kannst du. Lass lieber los, nicht, dass du dir noch einen Krampf holst. Tja, lächerlich. Ey. Ja, ich hatte ein bisschen Stress mit Ari. Okay, was war denn los? Ja. Ich denke mittlerweile, nein, wir mussten uns einfach mal ein bisschen. Ja, das Problem ist, wir mussten uns einfach mal vernünftig aussprechen. Ja. Das haben wir getan und ich denke, es wird jetzt hoffentlich nur besser. Hey, ho. Hoffe ich für dich. Hoffe ich auch. Also ich gönn's dir auf jeden Fall. Wo ist denn hier jetzt das Kaffee? Ah, hier. Kann ich da. Ich nehme mal einen Schwung mit rüber. Macht vielleicht Sinn. Mhm. Ja, klar. Wie war das? Ein bisschen Pulver und dann brauche ich ein bisschen Wasser, oder? Wasser müsste drin sein, ja. Ja, das ist drin. Braucht die Maschine ein anderes Verhältnis oder so? Nö. Also ein Kaffee und dann so eine so hier von der Portionierung müssten diese Flaschen Wasser auch genau ausreichen, genau, oder? Genau, richtig. Ah. Okay. Dann probiere ich das mal aus. Hey, Monik. Yep. Schön, wieder hier zu sein. Schön, dass du wieder da bist. Aber ich werde nachher Feierabend machen. Dann. Ich mache jetzt den Kaffee. Ja, alles gut. Ja, ich mache jetzt dann auch Feierabend. Ich gehe jetzt dann auch ins Bett. Ich erzähle dir das. Ich erzähle dir das Harry mal in Ruhe. Sehr gerne. Wenn du reden möchtest, jederzeit. Weiß ich doch. Tja, und ich habe mit Johnson und mit Campbell telefoniert. Ja. Bezüglich, ja. Ja. Mal gucken, wer das will. Okay. Doch wieder Interesse. Ja, wenn hier. Es ist ja nie weg, aber auf der anderen Seite. Ich habe trotzdem. Ach, manchmal, es geht mir mal so, weißt du, einen Tag geht es mir so, den anderen Tag fehlt es mir liebe mehr. Leute, den anderen Tag wieder weniger. Was das ist. Ja, ich hab Testosteron geholt. Ja, ich verstehe. Nein, nichts bei denken. Ja. Ne? Nee, alles gut. Aber ich meine, bis jetzt. Müssen wir mal eine Runde machen hier. Nein. Was ist denn das hier? Also, ich bin hier. Ja, also. So. Und
uns mal anders hinstellen. Und ich bin zufrieden hier bis jetzt. Jeder der hinter die Theke darf. Mal sehen, ich weiß nicht, was sie hier noch entwickelt und was so das Leben noch so bringt. Upsala. Ja, so. Man wird sehen, Moment. Wie gesagt. Und ich bin der Letzte, der die Böse ist, deswegen. Also, ganz ehrlich, wenn du Lust hast wieder auf PD oder es doch, das meinte ich doch gar nicht. So siehst, dass du da wieder einsteigen möchtest, dann kann ich das voll und ganz verstehen. Nee. Also, doch. Das heißt, ja, heißt ja nicht, ach, ja. Aber ich fühle mich hier wohl. So. Ja, ist scheiße. Du musst ja Jenny gleich ins Gesicht treten, wenn du runter. Jenny, es tut mir leid, es wurde gegen diese Entschuldigung. Wahnwitzige, moderne Maschine, die. Ja. Oha. Okay. Hey. Howdy. Für alles gut. So. Jetzt habe ich hier gut zugeredet und das müsste jetzt ja funktionieren, hoffe ich. Wem gehört denn eigentlich, ist das da draußen, eine Nightblade? Die da vom. Ja, die da vorne. Okay, ja, ich dachte, das gehört zu euch. Ah, okay. Ja, Malik hat eine Nightblade. Die Nightblade gehört zu uns, ja. Also, wirklich wunderschönes Motorrad. Vielen Dank. Dankeschön. Ist das deine? Ja, das ist meine. Ich glaube. Ah, sehr cool. Malik! Sie wissen einfach, ja. Ellie, nicht erlaubt, mehr ne? zu schätzen. Ja, ja, natürlich. Ja, doch, die ist wunderbar. Auch schön. Solange du deine Kippen ordentlich ausmachst, ist alles in Ordnung. Ja, ich fackel dir den Laden doch nicht. So, willst du den Uwe da hochschieben? Okay. Noch nicht. Uwe, beweg dich mal, Mensch. Howdy. Pinken Hemd. Ja, ich muss doch mal schieben. Naja, wenn der nee, bei uns der ist zu schwer. Fahren, zu gut gegessen. Was ist hier eigentlich los, Leute? Aber zuletzt hatte... Kussi. Piep. Piep. Ja. Und schieb. Komm mal. Das war ein Rauchmann. Der fehlt noch. Der Rauchmann ist noch. Echt? Guck in Dini stark. Dini ist stärker als ich. Ich war heute 13 Stunden auf Arbeit. Hat er nicht so eine Kartoffelarme wie du? Och. Der ist zu schwer. Das ist, warum ich nämlich aber Marie mag und dich nicht. Das muss. So, kannst du mal helfen, Malik? Hey. Was denn? Der Uwe ist zu schwer. Malik. Ja? Ja, warte. Bring ich dir. So. Dankeschön, das hab ich schon. Ah, Uwe? Aber das schaffe ich nicht. Uwe? Ungefähr so 3 Wochen. Ja, guck mal, da schenke ich dir auch. Oh, du bist ja noch ganz neu hier. Ja, ich bin recht frisch. Heute das Motorrad abgeholt. Ich wohne eigentlich in der Nähe von Winewood. Deshalb, ich habe ein bisschen Anfahrtsweg. Und ja, heute das Motorrad bekommen. Und dann müsste ich mal die Bar hier auschecken. Ich hatte das mal auf Venture gesehen. Dann solltest du dir schleunigst überlegen, ob du hier hoch nach Palito. Ja, das habe ich auch schon. So, nee, das war wahrscheinlich vorhin ein Doppelkauf. Ich dachte erst, den hat er nicht gekauft, weil ich nur einen Inventarplatz hatte. Danke. Aber scheinbar hat er es einfach ins Crafting in den Inventar eingesetzt und hat trotzdem die Kohle quasi abgezogen. Das war das Pech. Okay, ich glaube, über 4 kann ich es mir ein bisschen einfacher merken. Fisch, Indianer, Abendbrot ist ein bisschen schwierig. Abendrot, nicht Abendrot. Hast du Hunger? Willst du noch was? Nee, ich bin satt, danke. Oh, Uwe, mal gucken. Zu der Hose geht das kommt gar nicht. Kommt die mit der Hose? Nein. Ich hab einen Arsch jetzt. Weniger ausschneiden. Die Leute hier gehören alle zum Inventar. Oh, okay. Oh nein. Du bist im Herzen. Aber es passt zumindest. Aber ich möchte. Ja, danke. Ja. Ja, du bist im Herzen. Kommst du her? Sag mal, Genie. Entschuldigung. Wenn du mich jetzt auf den Tresen schubst, ne? Wen meinst du? Oh ja. Liebe Kaffeemaschine. Eine Ode an die Kaffeemaschine. Wen meinst du? Gut, die Dame, die eben gesagt hat, die will auch eine Palette sein. Das hört sich nach einer sehr, sehr guten Beziehung an. Wo kommst du her, wenn du nicht von hier bist? Ich glaube, das klappt ganz gut doch zwischen uns. Ja. Muss er an der Seite so ein bisschen streicheln auch? Nee, das nicht. Man muss es ja nicht übertreiben, Uwe. Nur weil du hier das Küchengerät streichelst, muss das nicht jeder machen. Ich guck sie einfach besser nur als an. Die Stadt ist ganz schön stressig. Und, ich erzähle aber nicht, aber nicht, hier oben nicht zu sehr anstrengend. Oh. Ne, nicht zu da. Nee, du musst auch so ein leichtes Lächeln. Ich weiß nicht, sagt dir Starlight etwas? Ich habe mich in 2 Monaten nicht einmal bewegt. Ja, ich. Genau, gegenüber ist irgendwie so ein Motorradclub. Da hatte ich auch schon mal gewentschert. Der heißt irgendwie The Lost, aber da konnte ich nichts zu finden. Wisst ihr da was?
Ja. Wo ist das Ding jetzt hin? Gibt's nicht mehr. Hallo. Ach, schade, weil ich hatte da gestern oder vorgestern noch Motorräder ein- und ausfahren sehen. Deshalb hatte ich gedacht, das wäre noch aktiv. Nee, ist nicht mehr aktiv. Hey, wer hat hier denn... Scheiße, schade. Wer hat hier denn Matches gemacht? Okay. Uwe, hast du experimentiert? Gibt's hier irgendwelche anderen Motorradclubs oder so, dem man beitreten kann? Kannst du den wegnehmen, wenn du magst? Ja, es kommt drauf an, was du suchst. Ach, wo ist denn jetzt das Crafting-Fenster? Gibt die Mayhems in Sandy Shores. Ja. Und die Wildschweine in Palito. Richtig. Ist ganz frisch hier. Ist aber noch ganz klein, erst in der Entstehung. Sind das... sind das, ja, also ich suche jetzt eigentlich nur so einen Club, wo man mal mit, so Fahrten, Ausfahrten machen kann. So, du meinst also, ich weiß... Ja, dann bist also du so hier im Old Palito richtig, das können wir auch zusammen machen. Ja. Weil so einer die Gang MCs oder so, Motorrad-Gang... Genau, die MCs hier haben schon einen richtigen Aufbau, so eine richtige Struktur. Nee, ansonsten, ja, es gibt genug Motorradbegeisterte. Ja, richtig. Und ich denke, da... Nee, Endgegner nicht, Leute, aber nicht das Problem ist, wenn ich was gecraftet habe, müsste es ja das doch... Ich bin jetzt nicht bescheuert, müsste ein Crafting-Fenster doch geben. Die OPs! Oh, ich hab jetzt aber keinen Bock, mich zu gucken. Ach, oder ist es vielleicht in der Maschine drin? Mal gucken, hat die Maschine... Nee, die Maschine hat auch kein Fach gehabt, oder? Warum wer? Ich bin für Uwe. Im pinken Hemd. Oder Otis nochmal? Nee, auch nicht. Es kann aber sein, dass heute wirklich irgendwie auch so ein bisschen... Der ist kurz vom Herzinfarkt mit seinem Alter. Dass so ein bisschen irgendwie auch der Wurm drin ist, so ein bisschen Leckerei. Weil das hat man ja auch, das hat ja auch vorhin geleckt, als ich hier einkaufen war. Hat eine Weile gedauert, bis das Zeug im Inventar war. Ja, richtig. Aber, so, ihr Lieben. Richtig. Ich mach mich dann auf ins Bett. Okay. Bist du auch hier? Ja, ich folge. Was? Wir sind mal ins Bett. Was? Moment. Könnte ich da ein bisschen mitreden, bitte? Oh oh. Aber ich. Das Lachen gefällt mir nicht mehr. Das geht so nicht. Geht ihr vorher noch in den Ring? Dann gucke ich zu vorher und dann. Ja, ne? Ja. Das steigt aber eher vier in den Ring dafür. Nicht. Nein, vergiss es. Tut mir leid, Skinner, aber die Dame möchte nicht, dass wir zusammen ins Bett steigen. Wie, das tut dir leid? Also ganz ehrlich, dann ist er nicht mit. Also okay. Ja, Malik, ich wünsche dir auf jeden Fall einen erfolgreichen Abend, diese Situation zu erklären. Howdy, ladies and gentlemen. Es war mir eine Ehre, wieder Sie hier antreffen zu können. Und haben Sie noch einen schönen Abend zusammen. Danke dir auch. Einen schönen Abend noch. Ja. Übrigens, die Kaffeemaschine ist gut. Wir verstehen uns toll. Oh, super. Ich freue mich. Der ist Mr. Mr. Union Grain. Ja, Mr. Union Grain. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, ihr auch, Miss Gina, ne? Dann entscheiden, wie sieht es denn jetzt aus? Willst du noch da bleiben? Howdy. Aber es war doch gemütlich. Aber der Laden ist schon cool. Der Laden ist cool. Wir haben zwar kein Trinkgeld gemacht, weil ich meine, muss man ehrlich sagen, ich wollte natürlich jetzt, Uwe war ja schon da. Ja, dann wollte ich ja Uwe jetzt nicht die Gäste weggraulen, also vergraulen. Trinkgeld doch, den Zehner haben wir gemacht. Also, nehmen wir jetzt, warte mal, nee, was hat er gesagt? Das war 30, hat er mir gegeben, 23, also 7 Dollar Trinkgeld. Eigentlich müsste ich die, das schreibe ich mir auf, ey, ohne Witz. 23 Dollar überweisen. So, jetzt. Das mache ich nächstes Mal. Das rechne ich einfach mit drauf.
Boah, die Musik, ey. Ach scheiße, was mache ich denn? Ich habe den Motor nicht ausgemacht. Nein, nein, nein. Es ist eine andere Tankstelle. Es ist eine andere Tankstelle. Es ist ja eine andere. Ich brauche endlich die Stiefel. Sobald ich Zapfsäulen sehe. Ups. Don't chat and drive. Das ist doch immer aufregend, da hinzuschauen. Gleich gibt's in die RP. Also keiner da. So. Haben wir doch schöne Sachen gekauft. Ja, wie immer, ne, Basti? Keine Arbeiten im SD. Wie immer. Oh, ich habe noch Kaffeepulver mitgenommen. Scheiße. Ah, okay.
Troll King am Start. Ja. Warum laufe ich mit den Klamotten eigentlich zum Kühlschrank? Ich meine, das kann man zwar machen, aber ja. Das T-Shirt war aber auch nicht schlecht. So, damit mir die nicht wieder geklaut werden. Muss ich auch mal absperren. Jetzt noch einige hier Couch seitlich. Ja. Kenn ich noch gar nicht. Diskutieren kennen wir ja schon. Das ist so hier. Ne? Oh Gott. Diskutieren. Mhm. Was gibt's noch? Verzweifelt sitzen. Was ist das denn? Ach, die Geschichte. Ach so, ja. Das ist jetzt weiblich sitzen, weiblich Stuhl. Nur weil die Hände flach auf den Beinen sind, oder wie? Das kann ich auch machen, ne? Ist ja. Okay. Ja, das ist ganz normal rumsitzen hier. Aber ja, das ist, der ist cool. Ja, hier, so. Gemütlich. Ich lehre. Ja. Ja, diese Animation. So, ich lege mich seitlich hin. So. Nee. Komm, hier der Schneider sitzt, der ist immer cool. So, zack. Alles klar.